Ja, tut mir leid, ich habe aus Versehen aus dem Bildschirm geklickt und dann war die Aufnahme abgebrochen. Beenden. Ich gehe dann mal. Vielleicht finde ich Hilfe. Du das. Ich bleibe hier und überlege mir, wie ich Amy runterbekomme. Ja, finde ich auch. Ich sehe jetzt hier keine Busstation oder irgendwas. Da können wir sicher nicht rein. Verschlossen. Ich muss wohl einen anderen Weg zu Amy finden. Heute haben wir eine Leiter. Ich gehe mal eben zu ihm. Komm, lauf, lauf. Da. Denn wir haben ja schon sehr viele Sachen herausgefunden. Hey Doc, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Wo liegt das Problem? Ich habe Arthur Doc, gesehen. Wir müssen Arthur finden, mein Großvater. In der Straßenbahn für nur eine Sekunde. Warum? Wir müssen ihn finden. Sie glaubt, dass sie etwas hat, das Kit in den Bau bringen könnte. Aber Arthur ist der Einzige, der ihr das mit Sicherheit sagen kann. Ich glaube, er ist ihr Lehrer oder sowas. Ah, das ist also die Verbindung. Als dein Großvater für 2 Monate aus Hillvalley verschwunden ist, zerriss es das Band zwischen ihm und Miss Trotter. Und es entstand eine Zeitachse, in der Trixie Tennen nicht mehr reinlegen konnte. Ja? Wir müssen deinen Großvater finden. Irgendeine Spur von Arti? Hab ich noch nicht gesehen. Ja, wir haben auch gerade eben erst darüber geredet. Sind Sie sich sicher, dass Officer Parker Tennen verhaften soll? Der Typ ist ein Chaot. Chaot oder nicht? Parker ist der Mann für diese Aufgabe. Es ist ja eigentlich Tennens Verhaftung, die ihn letztendlich Polizeichef von Hill Valley werden ließ. Das scheint sehr unwahrscheinlich. Ja. Wegen Frankenstein. Ich habe mit Ihrem jüngeren Ich über Frankenstein gesprochen. Er freut sich sehr darauf. Oh, das hätte mich nie beunruhigt. Für nichts auf der Welt hätte ich diesen Film verpasst. Diese alte Eintrittskarte verschwindet nicht. Ich beneide mich fast, wo ich sie jetzt hier sehe. Ja, dann rette mal Einstein. Emmett hatte kein Glück damit, Einstein vom Gerichtsgebäude zu holen. Das überrascht mich nicht. Einer ist ein Schlauer. Was kann man da tun? Ich habe... Lenk einfach mein... Okay. Hey, wer hat eigentlich Tennens Flüsterstube abgefackelt? Ich weiß es immer noch nicht. Ich würde das gerne noch herausfinden. Ja, anscheinend stehst du nur doof rum und guckst aus dem Fenster. Sie haben mir nie gesagt, warum genau Sie ins Jahr 1931 zurückreisen wollten. Das ist meine Sache. Wenn es vorbei ist, erzähle ich dir alles. Daran werde ich Sie auf jeden Fall erinnern. Ja. Können Sie das erklären? Ich bin verwirrt. Alles ganz einfach. In der eigentlichen Zeitachse, der Zeitachse A, wurde der Brandstifter der Flüsterstube nie geschnappt und zu einem Mysterium von Hill Valley. Okay. Als ich nach 1931 zurückkehrte, habe ich die Zeitachse B erschaffen, in der ich für den Brandstifter gehalten und folglich von Kit Tennens Schlägern getötet wurde. Einstein kam mit mir und war dann irgendwie im DeLorean, als der Notmechanismus auslöste und ihn nach 1986... Hier komme ich ins Spiel. Präzise. Du bist am 14. Juni 1931 zurückgereist und hast Zeitachse C erschaffen. Eine Welt, in der Carl Sagan nicht von Kit Tennen ausgelöscht wurde. Arthur McFly jedoch eine Vorladung bekam. Und von Kit Tennens Männern niedergeschossen wurde. Ja. Also bist du 6 Stunden in der Zeit zurückgereist, hast Zeitachse D erschaffen, das Leben deines Großvaters gerettet, aber Kit Tennen irgendwie vor seiner Verhaftung bewahrt. Was erklärt, warum die Tennen so mächtig waren, als wir ins Jahr 1986 zurückkehrten? Also sind wir jetzt zurück im August 1931 und erschaffen Zeitachse E, in der wir hoffentlich Tennen ins Gefängnis stecken, wo er hingehört. Verstanden? Ja. Gut. Eine Frage. Was? Können Sie das erklären? Ich bin verwirrt. Diese Zeitreiserei verwirrt mich noch ein bisschen. Mach dir keine Sorgen um diese Zeitachse. Konzentrier dich auf Miss Trotter und Officer Parker. Ja, mach ich. Hier, Winketen. Warum sind die Tennens eigentlich immer solche Idioten? Das ist schwer zu sagen. Vielleicht böse Neandertaler gehen in ihrer DNS? Ja. Dann bringe ich mal besser den Lauf der Geschichte in Ordnung. Sei vorsichtig, Martin. Okay. Ich dachte, wir könnten dir noch was zeigen oder so. Aber anscheinend nicht. Keine Zeit zum Haare schneiden, selbst wenn geöffnet wäre. Außerdem schneiden die nur wieder zu viel ab. Ja, wahrscheinlich. Ich rede jetzt noch einmal mit der lieben Edna und dann gehe ich wieder rein. Edna, was?
Wie kommt der Song denn so an? Wenn doch nur einige dieser Nachteulen mal zuhören würden. Wollen Sie ihn vielleicht hören? Ja, den könnten wir uns quasi aufschreiben, mitnehmen, Trixie vorschlagen, sie singt das. Dann denkt hier, sag mal schnell, Danny Parker, ey, da trinken eine Scheiße und verhaftet Ten. Sicher. Wenn ich lange genug warten würde, würde ihn sich jemand wünschen. You say you've lost your self-respect, but you should care. It's not too late to redirect and start to care. Don't despise the good and pure. Time to rise up from the sewer. Wash off all that foul manure. Show the world you care. You should care. You should care. What people think of you. Of goals that you could name. Reclaiming your good name is what you ought to do. You should care. You should care. If your reputation is in disrepair, it's not going to hurt you to reclaim your virtue, for you should care. Sehr schön. Finden Sie wirklich? Ja, es ist ein richtiger Ohrwurm. Ehrlich, man braucht einen Aufhänger, wenn man Herzen gewinnen will. Auf einmal war das auf Englisch, keine Ahnung, aber ich möchte unbedingt eine Kopie von diesem Lied haben, ich finde es wunderschön. Denken Sie, ich könnte Ihren Text von You Should Care haben? Ich habe selbst einen Club, der wirklich etwas Inspiration brauchen könnte. Sicher, lassen Sie mich nur schnell eine Seite aus dem Gesangsbuch. Hier, bitte. Danke. Ja, wegen Trixies Lied. Wissen Sie, Trixie Trotter hat auch eine Version von You Should Care. Hat sie? Ja, aber ihre ist etwas optimistischer. So ist das, wenn man für Säufer und Verbrecher singt. Ja, die singt ja von wegen I don't care. Ja, wir machen, geben ihr... Kämpfen Sie weiter für das Gute. Ja, machen wir. Wir werden jetzt sofort machen. So. Wir geben Trixie jetzt die... die neue Seite. Willkommen zurück. Ja, danke. Also wir tauschen das quasi um und dann singt die das gleich. Parker scheint hier noch geparkt zu sein. der war gut. Nein. Lalala, lalala. Wir tauschen das jetzt mal. Hey Trixie, sieh mal da. Wieso? Hast du das nicht gesehen? Nein. Ah, schon gut. Ach, das Lied ist jetzt so komisch. You should care. Das Lied passt besser zu ihr. Trixie? Ja? Über die Wall of Fame. Hübsche Karikaturen da oben, was? Ja, Zane ist ein toller Zeichner. Aber es fällt mir schon etwas schwer, sie anzusehen, wo ich weiß, dass sie nur noch die Radieschen von unten ansehen. Ich habe zufällig Arthur McFly getroffen. Heute Abend? Aha. Wie geht's ihm? Wo übernachtet er? Ich habe das nicht herausgefunden. Wenn du ihn noch einmal siehst, sag ihm, dass ich ihn suche, okay? Ich könnte wirklich seinen Rat bezüglich... Du weißt schon, was brauchen. Ja. Darf mir was wünschen? Wissen Sie, was Sie prima singen könnten? Diesen Song von... Sprich das mit dem Klavierspieler ab. Der hat die Songliste. Toi, toi, toi. Danke. Toi, toi, toi. Oh, hi. Du machst es ja schon wieder. Du willst mir die Freundin aussperren, was? Ja. Nun, ich hatte es nicht drauf angelegt, aber wenn Eunice möchte... Du. Ja. Sieht aus, als müsstest du dich etwas abkühlen. Na, Baby?
Wait. You should care what people think of you. Ein ziemlich seltsamer Songtext für eine Bar. Nun, was die Probleme angeht. Es ist mir wichtig, was du über mich denkst. Du würdest mich für einen Jammerlappen halten, wenn ich dir von meinem Problem erzähle. Solltest du Ten nicht verhaften? Wofür? Wegen des Betreibens einer illegalen Bar zum Beispiel. Da hatten wir schon. Also ich, wenn ich vom Poli... Erzähl mir doch deine... Nun, was die Probleme angeht. Es ist mir wichtig, was du über mich denkst. Du würdest mich für mein Problem erzählen. Darfst du denn im Dienst so viel trinken? Wahrscheinlich nicht, aber hier ist nicht geöffnet, wenn ich außer Dienst bin. Dann bis später, Danny. Ich bin hier. Ja, dann tauschen wir nochmal um. Vielleicht so vom wegen... Ja... Du bist kein Jammerlappen. Zorniges Lied, trauriges Lied, geheimes Lied, lustiges Lied. Keine Ahnung, ich hab keinen Plan. Whisper in my ear, so no one can hear. Ja, das ist doch perfekt. Secrets are for sharing love, they're not meant for blaring love. Whisper in my ear, so no one can hear. Shh. Whisper in my ear, let me read you soft and clear. Don't make it fortissimo, make it pianissimo. Nun, was die Probleme angeht. Es ist mir wichtig, was du über mich denkst. Du würdest mich für einen Jammerlappen halten, wenn ich dir von meinem Problem erzähle. Dann bis später, Danny. Ich bin hier. Ich denke, ich werde den Text für die Nacht machen. Verzeihung, ich wollte nicht, dass Ihr Freund aus dem Club geschmissen wird. Ah, Schnee von gestern. Willst du ihm den Platz warm halten? Trotzdem danke. Ich sollte sie nicht beim Singen stören. Das macht er anscheinend nicht. Warum sagt er mir nicht sein? Wir machen ein trauriges Lied mal. Oh. Come to me, my melancholy baby. Ey, wenigstens kann die singen, nicht so wie Edna. Oh, ist er traurig. All your fears are foolish, Betsy, maybe. Danny, you know, dear, I'm in love with you. Nun, was die Probleme angeht. Alles begann am 14. Juni. Ich verfolgte einen von Tennants Jungs, als plötzlich dieses Science-Fiction-Auto auftauchte und mich von der Straße drängte. Nein! Dann habe ich einen Zeugen verloren. Von dem armen Teufel hat man nichts mehr gehört. Das war nicht deine Schuld. Und dann, zu allem Überfluss, ist mir ein 80-jähriger Brandstifter entwischt. Als nicht ein, sondern zwei Weltraumautos auftauchen und ihn mir wegschnappen. Das ist unglaublich. Hat der Chief auch gesagt. Wurde sofort degradiert. Meine Familie schickte mich zum Psychiater, weil sie dachte, ich halluziniere. Am schlimmsten war, dass mich mein Mädchen Betty verlassen hat. Sie glaubte, ich bin verrückt und ein schlechter Ernährer. Betty? Jennifers Großmutter, Betty? Was? Nick. Hör zu, Danny. Es ist wirklich wichtig, dass du dich mit Betty wieder versöhnst. Der Zug ist abgefahren. Zum Teufel mit dir. Ich habe ein kleines Geheimnis, mit dem ich 10-mal so viele Frauen wie Betty kriegen kann. Dann bis später, Danny. Ich bin hier. Ja, dann machen wir jetzt mal das Geheimnis. Also hier, das, ne, das Lied. Mit dem Geheimnis und dann
Geheimes Lied, Labi. Geheimnisvolles Lied. Geheimes Lied. Das hatten wir gerade schon gehört, aber das ist doch ganz nett. Können wir das überspringen? Die Cutscene hier. Flüster mir leise zu. Danny,